jetzt weiter mit dem Besten aus dem Katalog und wir haben hier jetzt einen Tipp für kleines Geld, aber der bewirkt richtig Großes, denn wir haben hier Dichtungsbänder und das einmal in Schwarz und dann auch einmal in Weiß. Ich glaube, wir fangen sogar mit dem Weißen an. Ja, genau. Mhm. Einmal in Weiß und dann in Schwarz. Und das bringt auf jeden Fall ordentlich was, weil vielleicht kennen Sie das auch bei Ihren Fenstern zu Hause, wenn es dann da so ein bisschen pfeift und zieht, ist das vielleicht im Sommer noch ganz okay, weil es dann ein bisschen frisch wird in der Wohnung. Aber im Winter, ja, da wird es dann richtig kalt drin und man möchte ja auch nicht für draußen heizen. Und wir haben hier, wie gesagt, die perfekte Lösung. Mhm. Wir werden für die Nachbarschaft heizen, ja, sagt meine Eltern früher immer. Und grundsätzlich ist es natürlich in diesem Winter so, und da erzählen wir Ihnen, glaube ich, nur wirklich nichts Neues, dass die Heizkosten so enorm gestiegen sind, dass man natürlich versucht, überall dort zu sparen, wo es möglich ist. Und deswegen bieten sich diese Dichtungsbänder an. Ich sage mal, bei einem modernen, dreifach verglasten Fenster, frisch eingebaut vor einem halben Jahr, können Sie mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass diese Dinger dicht halten, dass es da nirgendwo reinpfeift. Aber mitunter sind die Fenster und die Fensterrahmen dann vielleicht auch schon ein paar Jahre alt. Im schlimmsten Fall sind sie auch noch aus Holz. Dann verzieht sich sowas natürlich mit einem Temperaturunterschied ganz besonders stark. Naja, und dann kann es eben schon mal passieren, dass eben so ein Fenster zwar zu ist, aber trotzdem nicht so dicht ist, wie man es eigentlich haben möchte. Und deswegen klebt man diese Profildichtungselemente ganz einfach quasi in dieses Fenster rein und sorgt damit dafür, dass eben eventuelle Schwachstellen im System abgedichtet werden. Ich versuche sie mal so zu halten, dass Sie es erkennen können. Ich habe mir ein Stück abgeschnitten, lassen sich hervorragend mit der Haushaltsschere auf die gewünschte Länge zuschneiden. Und wir haben hier ein sogenanntes D-Profil, so nennt sich das. Wenn Sie mal genau hinschauen, ich müsste es so hinhalten, so rum, ja, dann sieht das aus wie zwei Ds übereinander. In der Mitte natürlich miteinander verbunden. Das heißt, egal von welcher Seite man schaut, ob nun von dieser hier von außen oder von dieser hier von innen oder andersrum, es kann einfach keine Zukunft mehr durchgehen. Weder von außen die kalte Luft nach innen, noch kann also von innen die warme Luft nach außen entweichen. Und ich glaube, die warme Luft in diesem Jahr, wenn wir den Heizkörper einschalten auf eine bestimmte Temperatur, die haben wir sehr, sehr teuer bezahlt. Egal, ob es mal eine halbe Stunde ist oder den ganzen Tag. Das ist natürlich sehr individuell. Und insofern möchte man diese warme Luft, die wir eben sehr teuer bezahlt haben, auch gerne an der Stelle belassen, wo wir sie haben wollen und wo wir sie haben müssen, nämlich in der guten Stube und nicht ganz einfach raus für die Nachbarschaft. Sie bekommen von uns im Set 2 dieser Profildichtungselemente. Und da sind entsprechend natürlich 4x8 Meter drauf. Das heißt, Sie können also hier meines Erachtens mit einem Zweierset, je nachdem, wie viele Fenster oder auch wie viele Türen Sie haben, schon einen Großteil abdichten. Rechnen Sie ganz einfach mal nach. Wie gesagt, 4x8 Meter sind hier im Set mit enthalten. Und da kriegt man schon eine ganze Menge mit zu. Wenn Sie beispielsweise etwas mehr brauchen oder mehr Fenster im Haushalt haben, dann bestellen Sie sich vielleicht ganz einfach 2 Sets. Aber ich behaupte mal, das ist gut investiertes Geld. Zumal hier der Aufwand, den man betreiben muss, relativ gering ist. Die sind selbstklebend. Die haben diesen praktischen 3M Industriekleber drauf. Den kann man natürlich auch wieder rückstandsfrei entfernen, wenn man das möchte. Aber ich rate Ihnen grundsätzlich vielleicht einfach diese Dichtungselemente draufzulassen. Das ist im Sommer wie im Winter gleichermaßen durchaus zuträglich. Wir haben sie einmal in Weiß mit 4x8 Meter oder wir haben sie auch in Schwarz im Zweierset. Man kann sich im Prinzip entscheiden, welche Farbe man haben möchte. Ist ein Fenster geschlossen? Und das werden Ihre Fenster zu Hause wahrscheinlich in den meisten Fällen im Winter sein. Könnten die Dinger für mich auch grün-lila kariert sein. Das wäre mir ehrlich gesagt relativ egal. Hauptsache, sie halten dicht. Aber wir haben sie eben einmal in Weiß und einmal in Schwarz. Je nachdem, wie das Fenster aussieht, je nachdem, wo Sie es anbringen möchten, macht es vielleicht optischen Unterschied. Und deswegen entscheiden Sie sich bitte für eine Farbe. Auch hier 4x8 Meter auf der Rolle. Und da kann man schon eine ganze Menge mit abdichten. Ja, und jetzt sprechen wir noch einmal über den Preis. Ich hatte schon angedeutet, für kleines Geld, und das stimmt, der TV-Sonderpreis ist bei 14,24 € in Weiß. Die Bestellnummer, die ZX6124 und die 569, und in Schwarz dieses Profil Dichtungsband mit der ZX6125 und der 569. Können Sie ganz frei entscheiden, welche Farbe Ihnen lieber ist, aber dann kommt da auf jeden Fall keine Zugluft mehr durch und es bleibt in Ihrer Wohnung warm und draußen bleibt es kalt, so wie sich das gehört, und dann wünschen wir Ihnen ganz viel Freude damit.